Leute, herzlich willkommen auf dem Stunner Gaming. Und heute spielen wir mal wieder, wie ihr sehen könnt, eine Runde Roblox. Und heute spielen wir den Anime Power Tycoon. Ich würde sagen, wir laufen auch zu einem hin. Nehmen wir einfach mal den hier. So. Ah, und jetzt können wir hier aussuchen, welchen wir sein wollen. Also ich kenne den hier und den hier. Okay, der ist jetzt weg, deswegen nehme ich einfach Dragon Ball. So. Okay, die erklären mir jetzt, wie man startet. Ich weiß doch, wie das geht hier. So. Ich brauche 70, ne? Wie viel habe ich jetzt? 90. So, ist der reichste mit... Okay. Ah, man kann sogar so einen Freunde-Boost kriegen. Und man kriegt ja auch irgendwie Ränge. Okay. Wir kaufen natürlich wie immer erst die Dropper. Weil dadurch... kriegt man halt... schneller das Geld. 700 und 880. If you have a lag, you can activate local. Aha, okay. Weiß ich Bescheid. Hier gibt es auch auf jeden Fall auch irgendwie Sachen, die man sich kaufen kann. Okay, brauche ich jetzt nicht. Ah, Premium Benefits. Und hier kann man Rebirth. Okay. Mhm. Dann noch 880 brauchen wir. Linke Wände kaufen, Teppich kaufen. Okay. Okay, okay, okay. Okay, so. Kriegen jetzt 32 Dollar pro Sekunde. Das ist nice. Hat irgendeiner irgendwas gehauen gerade? 880 und 1000. So, ich glaube, jetzt können wir erstmal nur diese Dinge hier kaufen. Das machen wir auch einmal. Rechte Wände kaufen, ja. Vorderwände kommen natürlich auch. Zack. Die Lasertür darf natürlich auch nicht fehlen. Bäume kaufen und Kisten. Aber kann man denn hier Kisten und Bäume kaufen hier drin? Egal. Wände 750, okay. So. Okay, Etage 2 kostet 2000. Gut, dann sparen wir jetzt mal hier auf. Brauchen wir nicht sparen? Kamehameha! Das ist wirklich sehr geil gemacht. Oha, okay. Gut, wir müssen eben nochmal auf 2000 sparen, damit wir da hochkommen. Gefällt mir, neuer Server. Gefällt mir. Neues Update bei 150.000 Likes, okay. Lichter kaufen, 1750, ja. Sparen wir auch nochmal eben drauf, wir brauchen ja das Geld, ne? Okay, wir haben das Geld. Und können das hier kaufen, so. Jetzt brauchen wir natürlich noch die Lichter. Die dürfen auch natürlich nicht fehlen. So. Die Lichter sind auch sehr wichtig. Okay, so, jetzt haben wir auf jeden Fall das Geld. Ich habe ein bisschen länger gewartet. So, wir kaufen uns natürlich wieder die Dropper. Die kommen nämlich immer schön als erstes. Ich weiß gar nicht, wie hoch geht dies. Anscheinend noch sehr weit, wie man da sehen kann. Also vielleicht muss man sogar hier einen zweiten Part vermachen, wenn ihr unbedingt wollt, dass ich dann einen mache. Das sehen wir ja dann. Das kostet, glaube ich, 6.000, ne? Ja gut, haben wir jetzt. Ach, 6.200 auch noch. Gut, jetzt haben wir es.
Ich hab ein falsches Dings gekauft. Okay. Gut, jetzt haben wir es aber. So. 7500 kostet das nächste. Okay. Irgendwann stehe ich hier so gefühlt. So, wir brauchen jetzt wie viel? 6700? Ich muss noch mal kurz gucken. Ah, 7500, okay. Dann warten wir doch mal auf 7500. Gut, weiter geht's. Wir haben jetzt ungefähr 22.000. Können jetzt hier einmal den Topper noch kaufen und jetzt gibt's gar keinen mehr. So. Doch hier einzelner Dropper. Okay. 7.400 kostet das nächste. So. Gut, kaufen wir uns hier jetzt mal die Wände hier. Ah, ich bin jetzt ein neuer Rang. Okay, Level 1. So, rechte Wände natürlich auch noch. Vorderwände sind dies. Gut. Bossspawn, gehe und kämpfe. Nee, ich will nicht kämpfen. Vorderwände. Erstmal will ich jetzt hier bauen. So. Kisten. Räume. Jetzt kommt hier wieder die ganze Dekoration, die man sich kaufen muss, um erstmal weiterzumachen. Aber macht ja nichts. So. Was ist das jetzt für eine? Please lend me some of your energy. It's ready. Spirit Bomb. Was genau ich jetzt gemacht habe, weiß ich auch nicht. Okay, 11.000 kostet das nächste. Wir haben schon wieder 600 XP. Okay. Alles klar. Gut. Kaufen uns die Etage 3. Lichter und die Treppe kostet 25.000. Einfach 25.000 für eine Treppe ausgeben. Warum denn nicht? Gehen wir mal hier wieder hoch. So. Dropper kaufen für 15.000. Was gibt es da hinten? Ah, jetzt kann man, braucht man nicht mehr runtergehen. Man kann ja gar warten jetzt. Okay, das ist geil. So, 25.000 kostet das nächste. Das Gute ist, man kriegt relativ schnell jetzt dieses Geld. Und daher muss man nicht immer die ganze Zeit jetzt hier warten. So, 27.000 kostet das jetzt. Also im Prinzip sind die Attacken ganz geil gemacht. Da muss man mal wirklich Props an den Typen hier geben. Kann man denn hier rewerfen? Egal. So, Dropper kaufen. 30.000 kostet der nächste. Was sind das denn hier? Kisten und Bäume schon wieder. Linke Wände. Ach so, jetzt kommen hier wieder die ganzen Dinge. Okay. So. Hätte mir jetzt noch vorgestellt, dass da einer noch ist. Einzelwürfer. Ah, hier sind wieder die Einzeldinger. So. Die geben wahrscheinlich dann ein bisschen weniger als die normalen, aber macht nichts. So, jetzt bin ich wieder. Ich bin jetzt Level 3. Oder bin ich Level 2? Ach, keine Ahnung, ist mir auch egal. Also 20.000 kostet das nächste hier. Zack, zack, zack. Okay, 40.000 und 25. Kaufen wir erstmal die Wand. So. Die Wand ist jetzt erstmal hier am wichtigsten. Schließlich will man ja auch eine Wand haben, oder nicht? Da kommen wir kaufen jetzt erstmal hier diese Kack-Ausrüstung. Was kann das? Okay, das kann das. 40.000 das nächste. Kaufen erstmal hier die rechte Wand. So.
Jetzt kostet die Vorderwand 40.000. Jetzt bin ich schon Level 4. Okay. Also man levelt relativ schnell, muss man sagen. What the heck? Junge, was macht der denn? Ah, der Zugang. Mann, kann er mich jetzt mal hier in Ruhe lassen? Ich will ein scheiß Video drehen. Ja, falls nicht. Please lend me some of your energy. It's ready. Spirit Bomb! Ha, perfekt. Oh, Junge, geht der mir auf den Sarg. Boah, wir haben 217.000, merke ich gerade. Naja. Okay, 60.000 kostet das nächste. Okay. Die Treppe kostet 80.000. Das Ding ist, kommt er jetzt hier eigentlich wieder raus? Egal, ich lasse ihn jetzt hier einfach drin. So. Na. Ich glaube, der springt da jetzt einfach runter. Nee. Der bleibt jetzt einfach bei mir. Kennt der mich oder was? Das ist der One Piece. Muss er hin? Egal. So, Teppich. Wo sind denn jetzt hier wieder die nächsten? Morph kaufen? Whopper kaufen, 65.000. Gut, ich glaube, jetzt wird es ein bisschen teuer. Okay, so, wir haben jetzt wieder 147.000. Davon können wir auf jeden Fall wieder Whopper kaufen. So. Also jetzt werden die Whopper auf jeden Fall teurer. Aber macht ja nichts. 85.000 kostet der nächste, ne? Gut, gut, gut. 85.000. Ich weiß auch absolut nicht, wie hoch das geht. Ich glaube, das hier ist das Maximum jetzt schon. Ach, 95.000, Mann. So. Okay. So, ich habe jetzt hier mal ein bisschen an Money gespart, wie ihr hier sehen könnt, nämlich eine Mille. Und jetzt kaufen wir uns erstmal hier alle Dropper, die hier sehr teuer sind, sag mal. So. So, wir haben jetzt alle Dropper gekauft, die jetzt so teuer sind. Jetzt können wir hier erstmal die anderen Dinge kaufen. Und das Geld wird sehr schnell weg sein, wie ihr hier sehen könnt. Es ist nämlich jetzt schon weg. Aber macht nichts. Kaufen wir erstmal die Sachen hier und ein Mord. Perfekt, jetzt sind wir. Der. Ja. Ein bisschen Geld noch gekriegt, okay. So. Ja, das ist tatsächlich das Ende hier. 100.000 und 60.000. So. Okay. Ich habe das Spiel anscheinend doch in einer einer Dings fertig gekriegt. So, ich mache nochmal einen kleinen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder, wenn ich die Money habe.
So, mal gucken, ob das Geld jetzt reicht. Wenn nicht, ist auch nicht schlimm. Dann warte ich einfach noch ein bisschen. So. Jetzt haben wir hier auch nochmal einmal zwei weitere. Okay, das ist der. Aha. Okay, wir haben sogar noch einen für 300.000. Was ist das hier? Irgendwas, was auf dem Boden war, keine Ahnung. So, und die letzte Ausrüstung können wir tatsächlich ausprobieren. Wir können sogar jetzt rebirthen, irgendwie. Ah, wir können noch mal einmal spinnen. Du hast zwei Spins übrig. Okay, wir spinnen einmal ein bisschen. Jetzt habe ich drei Spins. Perfekt. Okay, Leute, ich würde aber sagen, das war's mit dem Video. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne ein Like, ein Abo und einen Kommentar da. Schaut außerdem auf meinen Discord-Server vorbei, der ist unten in der Video schon verlinkt. Aktiviert die Glocke, damit ihr kein Video mehr verpasst. Habt einen traumhaften Tag. Haut rein und euer Sando. Ciao, ciao. Show.